Uns fehlt noch dieser Stein. Der ist irgendwo auf der Map von Dino Island. Doch darum wollen wir uns jetzt nicht kümmern. Jetzt geht's zurück nach Sandy Bay, wie gesagt. Weil wir müssen zurück, um dort in die nächste Welt zu kommen. Ein Schritt nach hinten, zwei Schritte nach vorn. So. Hier haben wir immer noch unser altes Raumgleiterfahrzeug. Wunderherrlich. Und, oha, dürfen wir etwa ins Portal? Nein, denn der Pfeil zeigt dort wieder nicht hin. Hier der Beweis, wir können immer noch nutzlos durchfahren. Aber dafür können wir jetzt was anderes machen. Ja, wir haben jetzt den Turbomotor und können damit auch richtig gut abgehen. Wie ihr seht, schaffen wir mittlerweile 120 km/h locker. Yes! Und fliegen dementsprechend auch weit. Und was zum? Ich hab den einfach über den Haufen gefahren. Tut mir leid, Sparky. Das wollte ich nicht. Hallöchen. Sieht so aus, als hättest du genügend güldene Steine beisammen, um zum Mars zu reisen. Möchtest du jetzt dorthin? Ah, sicher doch. Lauf, Forrest! Lauf! Das kriegst du hin! Und er rennt wie irgendein Spastiker weg. Ah, Panik! Er will halt nicht verbrannt werden. Und natürlich sitzen wir wieder am Steuer. Sehr schön. Auf zum Mars! Life on Mars. Wie gesagt, Krach-Bumm-Ente. Das kann nichts Gutes werden, wenn unser Fahrer am Steuer sitzt, beziehungsweise wenn ich am Steuer sitze. Darum habe ich jetzt nämlich immer noch keinen Fahrer, kein Führerschein, genau. Ich kann es nämlich nicht mal aussprechen, warum soll ich einen haben? Dieser Mescher wird noch wichtig, Leute. Und es ist ein toller Mescher. Life on Mars. Diese Mondsichel oder Sonnensichel oder was das sein soll, erinnert mich an das Logo von Maxis. Glaube ich, so heißt die Firma. Und ja, Kumpel, ist alles klar, wir müssen ein neues Fahrzeug bauen. Und wir haben jetzt nicht nur Essen auf Rädern, nein, wir können sogar schwebendes Essen haben. Genau. Ist nur die Frage, welches Essen wir jetzt machen. Das? Hört das schon auf? Schade. Was machen wir denn jetzt? Wir machen uns auf jeden Fall einen Raumgleiter. Das finde ich interessant. Machen wir so ein breites Teil. Und dann schauen wir mal, was draus wird. Wir machen uns so eine Art Bordcomputer. Auch wenn... Ah, das ist ein Disco-Teil oder was? Hat das eben so krass geleuchtet oder was? Das leuchtet doch aus irgendeinem Grund. Ja komm, machen wir das so zweimal. So, dann. Bordcomputer hier an der Seite, oder? Nee. Nee, hier. So, einmal Pfeil nach unten. Ich habe einen Narren an diesen Teilen gefressen, die finde ich toll. So. Da, komm schon.
So. Benutzen wir mal diese Teile. Auch wenn die so mega schäbig aussehen. Dahin oder dahin? Ja, was können wir denn sonst noch anderes machen? Haben wir irgendetwas wirklich Neues bekommen? Wir haben Fahnen. Da ein Fähnchen. Das sieht zwar viel zu hoch aus für uns. Hier, damit unser Fahrer während der Fahrt auch schön etwas verstellen kann. Ja, da können wir jetzt nichts mehr hin tun. Davon gibt es auch kein gelbes, ne? Ja, tolle Scheiße. Breitband-Fernseher. Hier nach außen. Wir haben noch 8 Slots, die wir verbrauchen können. Machen wir einmal das. Dann geht das, dann brauchen wir das noch für die andere Seite. Genau. Und dann brauchen wir für hinten auch noch etwas. Ja. Da. Na. Ach, das geht nicht wegen den Teilen jetzt. Ah, Leute. Kommt mal zu Papi. Hier. Dann kommst du. So, Moment, jetzt. Shit. So, dann brauche ich dich nochmal. So, weg mit dir. Ja, jetzt. Das Prinzip löschen kennen die nicht. Das ist hier ganz schlecht. Schauen wir mal nach, was die hier Neues. Oh ja, sicher. Ach, Kacke. Da passt es wegen unserem Breitbildfernseher nicht mehr. So eine Kacke. Na, so ein Mist auch. Das ist doof. Das ist gar nicht toll. Machen wir uns so Megaturbinen. Alter, sind die fett. So. Dann geht das nach dahin. Nein. Na, da. Und. Nein, was habe ich getan? Was habe ich. Verdammt! Jetzt brauche ich noch irgendetwas. Ja. So. Ah, der Baumodus hier ist nervig scheiße. So, sieht zwar nicht am schönsten aus, aber erfüllt seinen Zweck. Und wie gesagt, ich finde es schade, dass man nicht alle Slots wirklich benutzen kann. Das ist das Mars-Foyer. Es funktioniert genau wie das von Dino Island. Weißt du noch? Ja, jetzt kommt diese mega lange Erklärung, darauf habe ich keinen Bock. Und yeah. Das hat doch mal was. Hier ist der Endgegner. Und ihr seht den Mesher drauf. Also, unser Fliegevieh gefällt mir jetzt schon. Was machen wir als erstes? Nicht Sandy Bay? Nein. Ich zeig euch erstmal, wie das ausschaut. Gespeichert haben wir ja. Jetzt erforschen wir. Damit ihr seht, wie das aussieht, wo wir drauf sind. Ne? So, hier sind wir. Hier ist unser Flieger. Und wir sind mit unserem tollen Flieger hier auch. Komm, mach weg, mach Kopf zu.
Hier sind wir ja schön gestrandet. Interessanterweise sind hier auch noch andere Menschen. Keine Ahnung, ob die auch mit uns da drin waren. Oder ob die separat hingeflogen sind. Auf jeden Fall sammeln wir hier jetzt auch erstmal die güldenen Steinchen. Die güldenen. Wenn schon, denn schon. Und, da kommen wir so nicht rüber. Da müssen wir das benutzen. Ah ne, hier ist ja kein Ziel. Ja, dann machen wir halt das Bonusspiel zuerst. Warum nicht? Haha. Tja, ich denke, wir können ihn reparieren. Lego Sucks. Aber das wird uns nichts bringen, wenn wir ihn nicht aufladen können. Die Rede ist natürlich von unserem Raumgleiter. Wo finden wir bloß genügend Energie, um einen Raumgleiter aufzuladen? Naja, wir haben hier in der Gegend merkwürdige Energien gemessen. Wir vermuten, sie kommen von außerirdischen Kristallen. Ich denke, wenn wir genug von diesen gähnenden Kristallen finden können, könnten wir sie zum Aufladen des Gleiters benutzen. Ja, toll, Opa. Ja, red weiter. Ich kann gerne helfen. Bla, ich wette, ich finde ein paar von diesen Kristallen. Grins. Juhu, hochspringen, das wäre toll. Aber du musst dich dabei beeilen. Ja, komm. Dann redet mal schneller. Klar, mache ich. Kein Problem. Okay, Kumpel, bla, halt die Backen. Weiter geht's. Und das Gemeine ist, die wollen auch nicht, dass wir diese Kristalle einsammeln. Und wir dürfen nicht in die Lava fallen. Weil sonst war es das. Ta-ta-ra-ta-ta-ra. Hopp, 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 hopp. 4 Stück haben wir. Und das 5. ist dort vorn. Ab nach oben. Yay. Bam, 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 bam. Ach je. Okay, ich habe schon fast gedacht, wir fliegen in die Lava rein. Das wäre natürlich gar nicht so toll. So, und jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und weiter geht. Nicht die Suche, sondern das Einsammeln. Wir sind wieder zurück im Zeitalter von Jäger und Sammler und ja, ich wäre fast falsch abgebogen. Weil das befindet sich hier oben drauf. Und wenn man keine Haftung hat, kann man nicht gut lenken können. Merkt euch das, Leute. Deshalb auch immer schön im Winter die Winterreifen aufziehen. Das ist wichtig. Auch wenn ich noch keinen Führerschein habe und in der Weise nicht unbedingt die Position habe, in der ich davon reden sollte, gebe ich euch trotzdem den Tipp, immer schön die Winterreifen aufziehen. Immer schön die Winterreifen drauf.